Hallo zusammen, willkommen zurück bei Subsistence. Ihr habt mich überzeugt. Ich werde mir als nächstes die Bratpfanne oder den Kochtopf bauen. Eines von beiden ist auf jeden Fall dran. Und heute geht's erstmal eine Runde schwimmen. Wir werden uns heute der Höhle widmen. Wir brauchen neue Kristalle, um hier wieder alles auf Vordermann zu bekommen, um an unserem Gewächshaus auch weiter zu bauen. Das heißt, wir werden ganz kurz uns nochmal umschauen, dass wir ja nichts vergessen, und dann geht es direkt runter in die Höhle. Die Energie und die Masse ist jetzt hier auf ein Minimum runter. Ich hatte jetzt schon mal die Eisenbahn alle hergestellt, 6 Stück an der Zahl. Wenn wir uns die Bratpfanne bauen, brauchen wir 4. Den Zink oder die Zinkfragmente, die habe ich, die 5 Klebstoff, die habe ich. Es fehlt lediglich die Masse von 100, dann können wir uns die Bratpfanne bauen. Oder wir gucken einfach mal, was vielleicht angebrachter wäre. Aber das machen wir dann gemeinsam im nächsten Video. Jetzt werden wir uns nochmal den Bauch vollschlagen, dass wir bereit sind. Und ich guck mal, ja, auf jeden Fall. Das können wir essen. Und ich glaube, das Stückchen Leber hier, das können wir uns auch noch rein verleiben. Dann trinken wir noch einen Schluck Wasser. Essen noch ein paar Karotten. Und dann sind wir schon abmarschbereit. Ich habe jetzt 5 Reserveschuss für die Schrotflinte mit, beziehungsweise 4. Einer müsste noch nachgeladen werden. Ich habe noch das Unterhebelgewehr mit, aber auch voll beladen. Falls ich jetzt sterben sollte, habe ich ja in den letzten Folgen mir eine zweite Tauchausrüstung gebaut. Daher sind wir hier auch vorbereitet. 3 Flaschen würde ich jetzt mitnehmen und die sind jetzt als Reserve, falls wir sterben und schnell wieder hinunter müssen. Jetzt gucke ich nochmal eben, ob wir hier einen Spawnpunkt haben. Verfügbares Leben 1. Okay, komm. Da schaffen wir uns einfach nochmal ein Leben. Sicher ist sicher. Ja, jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir direkt zweimal hintereinander sterben. Kurz überlegen. Tauchausrüstung haben wir. Wir sollten uns vielleicht noch eine zweite Spitzhacke mitnehmen. Die müssen wir uns aber erstmal bauen. So, Bretter, Schrott und Tauwerk. Ja, jetzt sind wir vorbereitet. Beil haben wir mit, Schusswaffen haben wir mit. Den Banditen versuche ich aus dem Weg zu gehen, also da stellt euch mal nicht unbedingt auf harte Gefechte ein. Ich versuche sie zu vermeiden. Und da würde ich jetzt erstmal oberflächlich bis hin schwimmen. Wir sind am oberen See. Ach, jetzt können wir gerade nicht auf der Karte schauen. Und hier müssen wir hin. Und da sind wir schon am Ziel angekommen. Tauchausrüstung an. Flaschen lassen wir im Inventar. Und dann kurz nochmal speichern und dann geht es hinab zum Eingang in die Unterwasserhöhle. Wir sind auf der Suche nach Kristallen. Wir sind noch auf der Suche nach Phosphor. Das kann ich mir leider nicht merken. Wir werden es aber nachher sehen. Und mal gucken, vielleicht finden wir noch ein paar lecker Pilze für unsere neuen Pfanngerichte. Also ihr seht auch, eine Tauchflasche würde hier vollkommen genügen. Ja gut, vielleicht ist vollkommen genügen etwas übertrieben. Ich sag mal, sie würde genügen. Es ist schon deine Nervenkitzel. Oh Gott. Direkt vor uns die Jäger. Direkt vor uns. Und wir wollten die Jäger meiden. Oh, das sieht nicht gut aus. Komm, lauf.
Sieht gut aus. Haben uns nicht gesehen. Na dann, legen wir los. Hier haben wir doch schon unsere gesuchten Erze. Und es war Phosphaterz. Phosphaterz war ja für die Brandmunition. Und auch da müssen wir mal unser Lager wieder aufstocken. Da sehe ich schon den nächsten Kristallpatzen. Ja, vielleicht nicht rennen, vielleicht doch etwas langsam hier unterwegs sein. Wird heute eine eher ruhige Folge. Ich bin auch ein bisschen angespannt, also die Ohren gespitzt. Auch immer Obacht hier auf die Fledermäuse. Zwei Antidote haben wir jetzt mit dabei. Wir haben Wasser dabei zum Händewaschen. Aber es gibt ja einen Fluss. Und so eilig ist das Händewaschen jetzt auch immer nicht. Ja, fühle mich doch sicherer mit einem Gewehr in der Hand. Ach, da haben wir doch schon die ersten Pilze. Da hinten sehe ich die Banditen. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht unbedingt hingehen. Also ich nehme alles mit. Auch Kohle, wenn wir sie nicht unbedingt benötigen. Also ich nutze die auch so gut wie gar nicht. Aber ich weiß ja noch nicht, vielleicht brauchen wir es später für den Ofen. Vielleicht ist es dann besonders guter Brennstoff. Immer schön langsam, nicht nur das Bein brechen, das wäre es noch. Seht ihr, darauf sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Wenn wir uns hier unten das Bein brechen, können wir keinerlei Schiene bauen. Da müsste man vielleicht mal dran denken, dass man da noch eine Schiene mitnimmt. Weil man ist ganz schnell mal vom Felsen runtergefallen. Was man jetzt machen könnte, das mache ich jetzt auch offscreen nicht, in der Höhle jetzt Relock, dann sind natürlich alle Rohstoffe wieder da. Man könnte das so oft machen, bis man die Taschen wirklich voll hat. Aber ich sag mal, das würde mir persönlich das Spiel etwas ruinieren. Man hat dann keinen Anreiz mehr, sich Tauchflaschen zu bauen, hier herunter zu tauchen, weil man könnte sich ja x-mal relocken, alles abfarmen, bis man genug hat. Und dann hat man halt genug. Das kann man machen, wollte ich nur mal erwähnen. Das Ganze kann man auch bei den Metallen machen. Da habe ich das wirklich schon mal gemacht. Das gebe ich zu. Weil Metall braucht man wirklich oft. Aber ich mache das jetzt nicht so oft, dass man sagt, das mache ich jetzt mal eine Stunde lang, bis ich da 100 Metalle habe. Nee, nee. Das mache ich ein, zwei Mal. Und dann ist gut. Sonst, wie gesagt, würde mir hier das Spiel zu schnell... Ja, würde ich zu schnell die Lust verlieren.
Anders wäre es natürlich, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Ressourcen spawnen jetzt nach, sagen wir mal, nach einer reellen Stunde nach. Dann muss man sich Gedanken machen, wie man hier drin zum Beispiel überlebt. Dass man sagt, okay, man muss jetzt aufpassen, dass man hier genug Wasser hat, dass man nicht verhungert. Und dann kann man halt hier unten bleiben und warten, bis das nachgespawnt ist. Das wäre eigentlich eine bessere Lösung. Phosphaterz brauchen wir noch etwas. Da haben wir bisher nur einen Bollen gefunden. Da geht noch was. Ja, könnt ihr mir gerne mal schreiben in die Kommentare, ob ihr das selber nutzt. Ah, da hinten haben wir ein Feuer. Ob ihr das selber nutzt mit dem Relocken oder ob ihr auch eher sagt, nee, das nutze ich eher selten bzw. gar nicht, weil das wirklich dann sonst das Spiel kaputt machen würde. Gibt natürlich auch Leute, ich sag mal Spieler, die sehr gerne mit Cheat spielen. Habe ich nichts dagegen, wenn man das macht, wenn man das möchte, solange einem das Spiel Spaß macht, nur zu. Und ich sag mal, für so eine Leute ist das natürlich top, man. Da kann man sich richtig mal Vorräte hinlegen und man kann bauen, was das Zeug hält. Aber jeder hat so seinen eigenen Spielspaß. So, ich habe mal wieder keine Ahnung, wo wir uns hier befinden. Da hinten geht es nicht weiter, da waren die Jäger. Ja, wo waren sie denn jetzt? Ach, dort. Dort hinten sind sie. Sind wir doch schon wieder rum? Dann sind wir eigentlich jetzt auf dem Rückweg, wenn ich es richtig sehe. Schade, so viel haben wir noch nicht gefunden. Gerade mal 3 Phosphat. Ja gut, 19 Kristallerz, das ist schon gut. Dreimal Pilze. Ah, schön. Da hinten sehe ich noch ein Kristall. Ich gucke noch mal kurz hier. Ist nichts. Ah, sehr schön. 2 Kristalle noch mal. Und natürlich Jäger. Natürlich Jäger in der Nähe. Geh weg. Jetzt kommt er genau hierher gelaufen. Problem ist, ein bekommen wir platt. Aber der holt natürlich seine Kumpels. Ja, traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht hin. So, hier ging es nicht weiter. Gehen wir noch mal hier lang. Ist schon übel mit den Jägern. Ja, recht habt ihr. Mit dem hochwertigen Essen. Mit der Pfanne und Backform. Wenn wir uns da noch unser Leben hochpushen, ich denke mal, da können wir uns dann doch schon mal einen Krieg wagen. Da sieht das Ganze dann schon anders aus. Da hat ja schon wieder einer rum.
ist mir überhaupt nicht geheuer. Kann ich euch sagen, bin richtig angespannt. Also Kohle haben wir genug gefunden. Der hat uns den Weg abgeschnitten. Da hilft doch nicht vorbeirennen. Wenn wir tauchen müssen, sind wir hilflos, wehrlos. Oh nein. Ich hab's gewusst. So, erstmal Medipack. Wisst ihr was? Ich wollte sagen, wenn er kommt, machen wir alle. Okay, da unten sehe ich jedenfalls einen laufen, ob das jetzt unser ist. Ihr habt gesehen, aus dem Nichts kam, aus dem Nichts. Los, schnell weg hier. Schnell weg. Aber ich würde mal sagen, der Höhlendurchmarsch war ja im Großen und Ganzen erfolgreich. Wir haben einiges an Kristallen rausgeholt. Viel Kohle haben wir gefunden. Einige Pilze einmal, Phosphaterz leider nur. Ja, die Tauchflasche hat auch gereicht. Aber hier die Muschel nehmen wir mit. Wenn wir schon mal hier unterwegs sind, die nehmen wir mit. Es stürmt draußen. Was ist denn hier los? Sagt mal, guckt euch mal die Muscheln an. Das hat ja heute hier überhaupt kein Ende. Oh, kommt hier. Gesteinsbrocken kommen angeregnet.
So, tauchen wir mal auf. Da unten sehe ich zwar noch eine Muschel, aber irgendwann muss man halt mal ein Ende finden. Gucken wir mal, wie es am Land aussieht. Obwohl unsere eine Tauchflasche, da ist ein Bär, die könnten wir noch leer machen. Na los, da holen wir uns die Muschel da unten noch. Ich hoffe mal, das ist jetzt eine. Nein, es ist keine. So, sehr gut. Hühnchen ist Level 9, Level 6. Da sind wir zurück von unserem Ausflug. Jetzt gucken wir mal, was unsere Strom- und Masseproduktion macht, ob die wieder aufgeladen ist. 100 Masse, 750 Strom. Ich würde dann direkt mal hier die Folge beenden. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann um eine der Backformen kümmern. Backform, Bratpfanne oder Kochtopf. Mal sehen. Ich guck mal, was ich am meisten habe, was ich zuerst kochen könnte. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es heute nicht ganz so spannend war. Aber das gehört dazu. Was haben wir denn eigentlich als Ausbeute? 3 Phosphaterz immer noch, 19 Kristallerz, 32 Kohle und nochmal 6 Perlen als Bonus. Alles klar, hat mich gefreut. Macht's gut.